So. Am besten noch von der KI vorlesen lassen. Das Froschimo ist mittlerweile mein Nummer 1 Trademark bei den englischen Streams, die ich schon kennt mich. Oh, guck mal. Ist ja ungewollt sogar Werbung tatsächlich. Also ungewollt. Ich gehe wieder zurück. Ja, scheiße gelaufen, ne? Jetzt ist da noch einer drin. Eigentlich kenne ich es nur so. Ente sehr süß. Okay. Das ist einfach nur ein Barren. Das ist sehr nett. Ich gucke mir den mal kurz an. Bleibarren. Okay. Und das sieht unten, was eigentlich der Grund ist, warum wir überhaupt hier sind, aber wir sind halt noch nicht draußen, ne? Wir müssen ja irgendwie nach Hause kommen mit dem Ding. Hast du dir eigentlich mal Enshrouded angesehen? Nee. Auch generell alles, was irgendwie im Moment im. Oh. Im Moment so im Hype ist. Auch Helldivers und wie sie nicht alle heißen. Das ist alles komplett an mir vorbeigegangen. Müsste ich aber mal reingucken, auf jeden Fall. Gerade Helldivers sieht ein bisschen witzig aus, auf jeden Fall. So, das war der eine Raum. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass in den anderen Räumen auch nochmal ein paar Barren sind. Okay, also die beiden äußeren und dann alles in der Mitte. Bin mir sowieso gerade erstmal wieder nicht sicher, was eigentlich und überhaupt. Also was jetzt wieder oben und unten war, das muss ich jetzt erstmal wieder für mich klären. Wo der äußere kann dann ja jetzt so bleiben, wie er ist. Hast du hier drunter? Ach, fuck. Eigentlich gedacht, sie läuft da mit dem Kopf gegen und ich kann ganz gemütlich irgendwie außer. Das funktioniert jetzt hier gerade gar nicht, was du machst. So ist schön. So. Alli hopp. Okay, unten war's. Das heißt, der kommt hoch. Ups. Der kommt runter und dann ist das in der Ecke frei. Was ich jetzt allerdings vergessen habe. Genau. Normalerweise muss das doch funktionieren. Dass ich von hier aus. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie nochmal eine andere Kurve springen kann, weil es sah zumindest so ein bisschen aus, als könnte ich, wenn ich schräg springe, auch einfach ohne festhalten auf das Ding hoch. Mich würde echt interessieren, ob oben da irgendwas drauf ist. Und ich glaube, ich habe es letzte Mal nicht gemacht. Delicious in Dungeon. Ist das diese, ich glaube, das hat Phil mir letztens auch empfohlen. Ist das diese, wo die Monster kochen, diese Serie? Ja, guck mal, geht doch. Oben ist rein gar nichts. Natürlich ist hier nichts. Warum auch irgendwie ein Medipack hier oben hinlegen oder sowas, ne? Für den eifrigen Abenteurer. Ach, fick dich doch. Der eifrige Abenteurer ist soeben gestorben. Ach ja. Habe ich ernsthaft erst davor gespeichert? Auf Netflix. Nicht erst die Waffe ziehen, mein Gott, jetzt ist. Beim ersten Nachricht, Lassia, grüß dich. Es läuft momentan sehr gut. Es ist auf jeden Fall. Nein, ich habe den Affen schon wieder vergessen. Er war doch gerade erst da. So, jetzt aber. Jetzt aber hier hoch. So, jetzt ist doch schön. Jetzt versuchen wir nur noch lebend wieder aus diesem Raum rauszukommen. Und dann sind alle glücklich und zufrieden. Ups. Für den Stream mit der Steuerung. Ach, es geht alles. Also man gewöhnt sich einigermaßen dran. Es ist nur das Problem, dass ich hier alles wieder vergesse. So, schön. Schön, schön. Liegt auch nicht primär an der Steuerung, sondern mehr an der eigenen Inkompetenz tatsächlich. Also von daher.
Wir speichern. Moderne kann ich nicht spielen, dann komme ich in eine Krise. Ich finde die deutlich besser als. Also, ach so, nee, Panzersteuerung ist, glaube ich, das Normale. Die Moderne ist so ein bisschen sehr wack. Das ist auch die mit den Schultertasten und sowas, ne? Das habe ich nur in irgendeinem Streamer gesehen und habe mir gedacht, gut, das werde ich niemals anmachen. Ich glaube, Standard ist immer noch Panzersteuerung. Das heißt, da hinten ist jetzt auf. Da oben ist nichts. Das muss ich mir jetzt immer wieder einreden, damit ich nicht nochmal aus irgendeinem Grund auch immer da hochspringe. So, schön. Laufpanzer. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die moderne Steuerung sich an die Reboots jetzt von Square irgendwie hart orientiert oder so. Aber so von dem, was mir dann erzählt wurde, was das für eine Steuerung ist, habe ich mir gedacht, nee. Also müsste man mal jemanden fragen, der, glaube ich, nur die Reboots, oh, und noch nie einen anderen Tomb Raider-Teil gespielt hat. Die Löwen machen viel zu viel Damage. Immer noch. Warum? Das ist auch wieder so ein typisches Bob-Thema. Ich habe doch alle mögliche Waffengewalt bei mir. Warum nutze ich sie nicht? So, hier. Jedes Mal. Es ist egal, bei welchem Spiel. So, ich habe alles, was ich brauche, aber ich nutze es nicht. Warum übrigens, ne, warum es 130 Spielstände sind, habe ich erläutert. Ich habe noch ein anderes Spiel am Laufen, wo ich auch die Screenshots für die Thumbnails mache und so. Das ist auch sehr speicherintensiv, weil ich glaube, da mache ich es wirklich an jeder Ecke. Na, guck mal, hier ist der Balkon. Vorhin gerade das Level durchgespielt. Es ist auch eins, wo ich überlege gerade, gibt es noch ein anderes, wo. Also an das Level kann ich mich Tomb Raider 1 mäßig eigentlich auch am ehesten erinnern. Glaub noch an die Mine, da kommen wir ja später auch nochmal hin, aber ansonsten verschwimmt die Erinnerung. Und ich weiß, dass wir gleich an eine Stelle kommen, die ich auf jeden Fall machen muss, weil ich safe davon ausgehe, dass man dafür ein Achievement bekommt. Hinten wird auf dem Balkon, der da ganz in der Ecke war, was, aber hier. Oh, ne, da ist oben nix. Wenn mal welch schönen Tag noch. Dann, Cartman, vielen Dank fürs nochmal da mit dabei sein und reinschauen. Wünsche dir auch einen super Tag. Oh Gott. Ich war paranoia. Ich habe gedacht, da unten sind wieder Stacheln oder so. Da ist ja der Löwenraum. Bis die Torge mal, wollte ich noch sagen. Für krasse Momente und dann am Ende Game fertig. Ja, ich hab, das ist immer so dieses am Ende 50 ungenutzte Heiltränke im Inventar und so. Ist der Classic. Einfach mal ein bisschen mehr ballern. Ach, das ist das mit den drei. Ja, okay. Dreimal Gold. Aber ich hab doch nur Blei. Was mache ich denn jetzt? Kommt noch. I don't make the laws. Consumables dürfen in den Credits verwendet werden, ja. Wenn man dann auf jeden Fall erstmal wieder dran denkt, glaube ich. So, das ist der, bleibt unten, an den anderen nur einmal kurz hoch und da muss ich gucken. Okay, das ist dann am Ende der Raum, wo alles reinkommt. Die Sache ist, ich gehe einfach mal davon aus, dass das dann auch das Levelende ist. Ich muss aber gleich nochmal ein paar andere Sachen suchen. Aber da kommen wir hin, wenn es soweit ist. Ich versuche jetzt erstmal die anderen beiden Türen zu öffnen. Ich denke mal, da sind dann auch wieder irgendwelche Barren drin. Ich hoffe es zumindest und ich laufe gerade irgendwie sehr orientierungslos im Kreis. Warum? Mach doch mal einfach nicht. So, schön. Weil ich nicht gerafft habe, wie ich die Türen öffne. Ja, ich kann es aber auch verstehen. Also, generell ist es halt sehr viel rumprobieren, weil ich habe keine Ahnung, ob mir das was sagen soll, dass das hier mit Upsilon und hast du nicht gesehen und Omega. Ne, warte mal, er kann jetzt oben, unten hasse bleiben und geht hoch, ne? Aber fünf Hebel und jede Tür hat fünf so Dinger über. Da kann man dann irgendwann drauf kommen, nur was die Zeichen damit zu tun haben, ich habe nicht die geringste Ahnung.
So, ich spring mal hier hin. Spring mal hier hin. Schön. Also langsam komme ich wieder rein. Oh Gott. Oh, warte mal. Mir fällt gerade... Ich habe doch heute Mittag mal in die... Warum Gefahrenmusik? Also da sind Feuer, ja, aber... Ach du Scheiße. Ja, ich weiß warum. Fuck. Ich habe heute Mittag mal in die Achievement-Liste geguckt. Es gab irgendwas mit Feuer und dann... Oh Gott, Ratten. Feuer und dann ins Wasser löschen. Ich glaube, das kann man hier ganz gut machen. Oh, so ein bisschen das Gefühl tatsächlich... Oh, nee, warte mal, für die Ratten reicht doch die hier, oder? Oh, nettes Detail, dass die Hülsen mit dem Wasser reagieren. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Hülsen, ne? Ja. Okay, jetzt habe ich alle richtig gemacht. Jetzt hat keiner mehr gefehlt. Ja, die Sache ist, ich habe es jetzt schon wieder verkackt. Also du musst ja wahrscheinlich über das Ding drüber rennen und dann alle Sprünge perfekt hinbekommen, bevor es wieder angeht. Irgendwie sowas in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. So Pixel das Original, habe ich die Schrift nicht geachtet. Weil ich dachte, das hat man früher eh nicht erkannt. Ja, ich glaube, da ist es relativ... Oh, warte mal, hier könnte man wieder Pimmel zählen eigentlich. Ne? Der ganze Raum ist voll. Aber das machen wir nicht. Den Gag habe ich einmal gebracht, das reicht jetzt. Wie sieht denn das? Ja, wollte gerade sagen. Also da mussten sie, glaube ich, drauf achten, damit sich das so ein bisschen abhebt. Ich will. Alter, das sind ja übelst. Das sind jetzt natürlich weichere Flammen, aber das hier ist jetzt schon. So, pass auf, wir machen mal kurz ein Safe-Game, weil jetzt kommt so langsam die Achievement-Hure hoch. Na komm. Als ob ich sie nicht angezündet habe. Also bitte, das geht jetzt aber nicht. Es ist auch so ein Ding, das muss man dann nicht unbedingt bis zum Ende durchschleifen. Das heißt, wir können dann sowieso wieder laden. Dann immer nur dieses Warten auf die Flamme ist ein bisschen schwierig. Fängt sie überhaupt Feuer? Oder tut's nur weh? Jetzt hat sie Feuer gefangen. So. This is the sound I am waiting for. Fange Feuer und lösche es mit Wasser. Sehr schön. Können wir jetzt auch wieder neu starten. Was man nicht so alles für 5 Punkte macht, ne? Sich einfach mal in Flammen setzen. So. Mit Anlauf. Lego. Fuck. Das wird jetzt übrigens eine ganze Weile dauern. Zack. Auch nur 6,9% der Spieler. Ja, das. Sobald es sehr laut wird, ist es ein Seltener. Und dann ist es unter 10% und meistens sind das immer die Dinger, die abseits der Story sind, weil 90% der Leute haben keinen Bock auf den Scheiß. Aber. Gummipunkte. Wichtig. Das war zu früh. Den muss ich mir noch nicht mal markieren, weil kein Tod. Es ist nicht zum Ereignis des Todes gekommen. Oh Gott, bisschen mehr Kurve. Was ist denn das jetzt für ein Sprung? Und ist das jetzt, habe ich gleich am Ende genug Zeit, um mich hochzuziehen, ist die Frage. Das, bei mir steht 15.9, spielst du auf PS5? Dann erklärt sich das wahrscheinlich schon alleine durch die höhere Spielerzahl. PC. Auch da. Mein Gott, Lara, spring doch. Ich kann doch nicht angehen, dass wir diesen Raum jetzt hier nicht hinbekommen. Okay.
auch so konzipiert, dass man sich da dann noch hochziehen kann, wenn man alle richtig hinbekommt. Panzersteuerung mit Tastatur echt schwierig. Ja, aber man kann ja am PC auch einen Controller anschließen, sagen wir mal so, ne? Ich glaube, es wird das Ganze auch ein bisschen einfacher machen, wenn man denn einen Controller da hat. Das ist so eine Grundvoraussetzung, die nehme ich immer für wahr, aber heißt ja nicht, dass jeder einen Controller bei sich rumpimmeln hat. Ja, diese, da haben wir es nämlich. Mir ist immer so ein bisschen Controller-Inflation deswegen, aber ich bin auch mit einem Controller aufgewachsen in den Händen, also von daher, ich kenne es nicht anders. GG, danke. Danke, danke. Wir haben diesen Raum überlebt. Habe ich jetzt den... Moment. Ja, ich habe zwei. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwo anders hingehe. Und im Endeffekt für Nüsse gearbeitet habe mit den Flammen. Ja, das ist halt immer so dieses nur mit Maus und Tastatur und nur mit Controller. Ich kann nicht mit Maus und Tastatur spielen, auch Shooter nicht. Es funktioniert schlichtweg nicht. Ich habe es oft versucht, aber ich bin mit Controller besser. Aber das ist, glaube ich, echt so dieses, was man denn jetzt im Endeffekt gewohnt ist. Das Einzige, was halt ist, ist sowas wie Strategiespiel oder sowas da, ja. Das hinter sich? Ja. So. Diese Tür. Also hier Upsi-Dingenskirchen war unten, ne? Das heißt, der hier kann oben bleiben, die beiden gehen runter. Die Frage ist, wenn der jetzt aufgeht, ist alles cool. Wenn nicht, muss ich den anderen da noch ändern. Bawupp. Die ist noch zu. Das heißt, wir machen das jetzt hoch. Guck mal. Es ist zum Glück wirklich nur eins ausradiert und nicht irgendwie alle. Und man muss raten oder so. Wäre ja ein bisschen blöd. Ah, damals ist das kleine Kind in PS1 auf Tomb Raider. Seitdem nie wieder ein Jahr. Ich habe ja auch PS1, dann kam Xbox wegen Halo und seitdem komplettes Xbox-Kind. Weiß auch nicht. Komplett drauf hängen geblieben. So, schön. Schöner Raum. Schöne Säule. Haben wir das mal gesehen? Tschüss. Nee. Wir müssen hier auch mal so ein bisschen Fortschritt machen. Es ist immer wieder dieselbe. Ich hätte es tauschen sollen, ganz ehrlich. Ich kann mein Gehirn auch nicht drauf umpolen, dass auf Start, also effektiv da, wo früher auch mal Start war, das hier passiert. Übrigens, Entschuldigung fürs Flackern. Aber dass das dann auf die alte Grafik geht und auf Select das Menü aufgeht. Geht doch nicht. Ja, cool. Wir haben sehr viele Schrägen. Wir haben da oben, was wahrscheinlich nur eine Textur ist, was ich jetzt wieder komplett fehlinterpretiere, weil das auch auf der anderen Seite genauso ist. Und wir haben einen Durchgang. Hey, mir fehlen echt Secrets und sowas, ne? Also... doch auch wieder irgendwas, was man schieben kann, oder nicht? Zumindest auch stark danach aus. Oder ziehen. Ups. War ich das? Wenn man jetzt auf den Dragon Ball Fusion macht, kommt da ein Programm oder jemand komplett inkompetent raus. Hm. Warte mal, was habe ich jetzt gerade komplett zerstört hier, dadurch, dass ich diesen Block rausgezogen habe? Wahrscheinlich die Säule in dem anderen Raum, ne? Naja, was mich total fertig macht, ist automatisch Speichern gibt. Ja, die Sache ist, was halt im oh Gott, ich habe den kompletten Raum zerstört. Schön. Du hattest bei der PS1 damals im Vergleich zu der PC-Version ja nur diese komischen Speicherkristalle. Ich glaube, irgendwie über das ganze Spiel so 80 Stück und mehr konntest du nicht speichern. Das war noch heftiger. Jetzt hast du wenigstens das Schnellspeichern zwischendurch. Das ist schon mal deutlich angenehmer. Aber Autospeichern ist nochmal so eine
gerade durch Autospeichern wird man ja mal so ein bisschen bräsig und vergisst das. Dass man das bei den anderen Spielen vielleicht auch mal ab und zu mal machen sollte. Ja, es gibt für mich unverständlich auch immer noch Leute, die GTA mit Maus und Tastatur spielen. Das war doof. Mal ich nicht gespeichert habe. Warte mal, dann muss ich...